Okay Leute, jetzt sind wir gerade hier auf einem Viewpoint in Nongkia und tatsächlich geht es morgen schon los. Wir haben jetzt eine 3-Tage-Tracking-Tour gebucht. Wenn ich sage wir, wer ist damit gemeint? Naja, hier beim Reisen lernt man ja mal wieder viele Leute kennen und so auch hier im Minibus zu diesem Dorf. Und ja, da sitzen wir jetzt alle morgen dann im kleinen Tuk-Tuk, fahren zu einer Stelle, wo es dann losgeht und dann starten wir 3 Tage Hike durch den Dschungel, werden bei lokalen Villages vorbeigucken, also wirklich Locals auch kennenlernen und mit denen dann auch Essen machen und auch vielleicht sogar fischen gehen. Bin ich schon sehr gespannt. Morgen geht's los. Erster kleiner Probehike war das jetzt hier schon. Und wunderschön, schaut euch das doch mal an hier im Hintergrund. Boah. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin vor einer halben Stunde schon aufgestanden, habe mich jetzt gerade fertig gemacht, die Sachen gepackt und ja, ich hatte auf jeden Fall eine spektakuläre Nacht. Es gab nämlich ein Kissen, das hatte hier so eine richtige Kante, das war viel zu dick. Also ja, darauf konnte ich überhaupt gar nicht gut schlafen und fühle mich jetzt auch noch nicht 100% ready, aber vielleicht gibt es hier einen Kaffee im Dorf und dann geht's gleich los auf unsere Tour. Then we will have fun, I guess. Okay, have fun. We will. Yeah. Everything ready? This yeah. Is the morning. Good breakfast. Water break. Just wait for me. Hey, you have to wash your hands. Yeah. Hey, why are you sleeping? Guai. What is it? Guok guai. Speak loud. Guok guai. Yes. English three banana. Banana. Yeah, three banana. Oh my god. Oh.
Okay. Okay. Leute, schaut mal, wo ich hier gerade bin. Das sieht nach Maisfeld aus. Die tolle Zivilisation. Nach, keine Ahnung, wie viel, 7 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Es war echt anstrengend, weil es super rutschig war. Es hat gestern Nacht noch geregnet. Kommen wir jetzt hier endlich in irgendeinem Dorf raus. So sieht das jedenfalls aus. Ich bin mal gespannt. Da vorne sind schon die anderen. Und ja, mal gucken, wie wir hier empfangen werden vom Dorf. Na gut, empfangen werden, ich meine... Warum sollen wir empfangen werden? Ne? Also können auch einfach ankommen. Oh, die Weißen kommen. Müssen wir wieder die Hände heben und uns verbeugen. Quatsch. Oh, da ist ein Fluss. Watch out. Under the hill. Dabei die. Oh, show me, show me. Oh fuck. This is like already after 4 times of cleaning. What did happen? Just leeches. There's like a billion of them. Already, I like. Oh yeah, you look. They like your blood, right? Still some. Oh, a lot of them. Fuck. Hello. Wait, I'm coming to you guys. Hello. Hello. Hi. How are you? And you? I'm good. And you? Hello. 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 Oh, the third one. Hello. Sabaydi. Sabaydi. Smile now. Hello. 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 Also this one. Okay. Oh. Yep. Yeah. Okay Leute, jetzt ist gerade ein bisschen dicke Luft hier im Dorf, weil einer tatsächlich bewusstlos, also ein Dorfbewohner, der bewusstlos irgendwo liegt. Und da sind jetzt super viele Leute, aber es ist kein Doktor hier in dem Dorf. Und das ist natürlich ziemlich krass. Es gibt 200 Leute, aber keinen einzigen Doktor. Und die versuchen jetzt halt mit irgendwie so einem Asthmagerät und ja, Herzmassage irgendwas da zu retten. Er ist jetzt wohl irgendwie wieder zurück und sein Herz schlägt wieder ein bisschen mehr. Aber irgendwie weigern die sich jetzt, das Auto zu nehmen und zum Doktor zu fahren, dass er sich irgendwie erholen soll. Und ich frage mich, warum? Ich würde den jetzt direkt dahin fahren zum nächsten Hospital.
Tja, müssen wir mal schauen, was da passiert. Wir drücken die Daumen. Es fühlt sich fast jetzt auch ein bisschen scheiße an, jetzt zu essen. Aber natürlich haben wir auch einen langen Hike hinter uns, bis wir uns jetzt mal ein bisschen wieder versorgen. Und das sieht hier auch tatsächlich ganz lecker aus und wir drücken währenddessen dem Dorfbewohner auf jeden Fall alle Daumen. Lachai. I don't practice like Lau Lau oder Lau Lau. Prost. You don't drink it? Scott. You don't like it? Prost. Prost egg. I'm the one watching. Lau Lau? Das ist hier der Reis-Whisky und tatsächlich ist es so, dass der ganz gut mundet. Den kann man gut trinken. Der streichelt ein bisschen deinen Hals. Guten Morgen zusammen. Tatsächlich gab es gestern Abend keine guten Neuigkeiten. Zu unseren Lau Lau uns gerade einverleibt haben, gab es noch einen ganz schönen Stimmungskiller, wenn man das so sagen darf. Der Dorfbewohner hat es nicht geschafft. Das war halt ein 28-jähriger junger Mann, der wahrscheinlich eigentlich noch sein Leben vor sich hatte und der auch gerade noch ein Kind erwartet hat. Und es ist schon heftig, weil wir haben erfahren, dass er wohl Bluthochdruck hatte und das auch schon bekannt war. Er hatte irgendwelche Injektionen vom Arzt bekommen. Doch jetzt ist halt irgendwas schiefgelaufen und ja, der Arzt kam halt einfach nicht rechtzeitig, weil wir hier so abgelegen sind. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Gedanke. Also er hätte es vielleicht geschafft, wären wir hier nicht so abgelegen, wäre ein Doktor in der Nähe gewesen. Schon krass. Also erstmal ein bisschen gedämpfte Stimmung hier heute am Morgen und dann schauen wir mal, wie es nach dem Frühstück weitergeht. Bye. Okay, Freunde, es geht weiter. Tag 2. Okay, Leute, jetzt gibt es ja erstmal noch eine Mittag. Was haben wir hier? Natürlich als Basis erstmal ein bisschen Reis. Dann haben wir hier eine Kürbissuppe. Gucken, wie die schmeckt. Und das hier ist Farn. Eine spezielle Art. Also ich glaube, Farn kann man eigentlich gar nicht essen bei uns in den Wäldern. Aber das hier ist eine Art, die man essen kann. Und hier war Chicken, das wurde gerade schon verteilt. Danke, nein. Drinking game. Oder? Oder? Spin the head straight to you, you drink. Oh my god. It's like spin the bottle. Yeah. Oh! It's nice. No! Shit. Hard. Yeah! Low. This is at night, not now.
Look here. And throw. You have to do this. Yeah, not too strong because it's the small net. Right. Yeah. The net is open. This size is the biggest. That's the biggest fish? Yeah, in the small stream. Different the river. Can I get one for my Tinder photo? Mm-hmm. Banana! Yeah. Banana. Oh. I never saw this kind of bananas. One on the right. Wow. Oh, yeah. Wait. It's organic. Don't worry. Yeah, but if they're growing stuff, I would grow somewhere. Wir haben noch gar nicht gefrühstückt. Es gab heute Morgen noch eine andere Aktion, wo wir helfen mussten. Und zwar ist der Wasserstand von dem Fluss, mit dem wir gekommen sind, gesunken. Und zwar drastisch, wegen einem chinesischen Damm hier in der Nähe. Und da mussten wir mit 10, 11 Männern da das Boot vom, weiß nicht, 2, 3 Metern Höhe runterschieben und irgendwie runterbekommen in den Fluss. Und das Gefühl, als wir es geschafft haben, war wirklich sehr, sehr schön. Okay, jetzt geht's aber los. Das ist Reis, meine Freunde. So, wir sind jetzt gerade wieder zurück von der Tour und ja, ganz schön platt mittlerweile. Also ich glaube, wir sind alle ganz schön durch. Ich freue mich jetzt mega auf die Dusche gleich und wir gehen nochmal zusammen mit allen, die mit auf der Tour waren. Wahrscheinlich gleich zusammen was essen, trinken vielleicht nochmal ein Bier lau und morgen früh geht es dann weiter nach Wang Vieng. Meine Sachen, die sind noch alle klitschnass, also ich weiß nicht, wie ich das trocken kriegen soll bis morgen früh. Es hat ja nochmal richtig angefangen zu schütten. Aber das ist jetzt das kleinste Problem. Erstmal mich selbst frisch machen.